Der erste Dortmunder, den ich getroffen habe. Ey, Digga, 9-Euro-Ticket hat Deutschland gefickt. Wer ist die Krimbrücke richtig? Krim? Krimbrücke, die immer explodiert. Oh, was ist eigentlich? Krämerbrücke. Krämerbrücke, genau. Wenn die eigentlich explodiert. Wird Zeit, dass die Krämerbrücke explodiert. Hörst du mal auf, die Gags hier jetzt schon zu verbreiten. Die Krämer wurde annektiert. So, guckst du mal hier. Da, wo das Weiße ist, ist vorne beim Mikro. Ist wie beim Pemsi. Verstehe ich nicht. Achso, doch. Hörst du jetzt mal auf, die guten Gags schon zu verbraten? Die... Na, ist noch nicht auf Aufnahme. Doch, ist. Naja, dann schnell. Naja, aber ich sitze ja noch nicht. Also die Leute kriegen ja schon mit, was das hier für ein Shitpost wird. Naja, wäre doch fair, wenn die das rechtzeitig erfahren. Noch könnt ihr das Video beenden. Ja, weil eine Person... Wenn ihr jetzt zu lang zuhört, dann kriegt ihr solche Videos vorgeschlagen. Eine Person hat das letzte Mal gesagt, das war so schön, dass Herr Rodes und ich einfach mal so von der Leber weggerifft haben. Und wer Robin kennt, weiß, wenn eine Person... etwas Nerviges gut findet, werden alle genervt. Ist so, so wie bei Sachen erraten damals. Ja, ich werde dann mal ganz kurz das Fenster zumachen. Dumm, es ist noch auf. Bringst du mir mein Handy mit oder wo ist das? Ach, ich hab's hier. Also Leute, das wird jetzt hier das Weihnachtsspecial. Ganz weihnachtliche Gefühle. Ich weiß nicht, was das letzte Mal die Ausrede war, als Herr Rodes da war und das so ein Special wurde, was dann halt so ein bisschen, ne, und so. Aber schön, dass ihr da seid. Hast du noch was zu knabbern? Tino hat irgendwie, nö, also eine... Schokolade im Kühlschrank vielleicht. Tino hat Familie angeblich. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jeder hasst den. Und ich bin ein bisschen... Ich bin zweimal gehustet, ich bin nicht ansteckend. Jetzt habe ich viermal gehustet am heutigen Tage. Jetzt fängt es an, die Krankheit um sich zu schlagen. Ich sitze hier gerade in eine Decke eingewickelt. Und ihr kriegt richtigen... Oh, bitte auch nicht alle machen, ne? Ich will die noch genießen, wenn ich gesund bin. Das sind 200 Kilo Schokolade, die du... 200, wie heißt das? Kleinere Gramm. So. Das kleinere als Kilogramm, ja. Heißt Gramm, ja. Ja, habe ich deduziert gerade eben. Leute, schön, dass ihr da seid. Also vielleicht wird die Newsdichte heute nicht so hoch sein. Ich habe natürlich hier ein paar Notizen, es sind auch Dinge passiert, aber das interessiert uns alle nicht. Was wir machen, ist einen kleinen Jahresrückblick, weil das haben wir letztes Jahr auch gemeinsam gemacht, Herr Rodes und ich. Mit Herr Rodes meine ich den, der hier gerade diese Störgeräusche macht. Und du erinnerst dich vielleicht, das haben wir nämlich zu zweit gemacht, mit diesen Search Peaks. Übers Jahr. Ne? Mhm. Jeder Monat hat ein verschiedenes Google Search Peak und da wollen wir auf jeden Fall mal drüber gucken. Aber ansonsten riff mal hier einfach mal lang. Hast du mir Pudding mitgebracht? Ach fuck, ich habe jetzt nur so eine Ernährungspaste dabei. Ja. Ich würde gern drüber sprechen. Kann man da irgendwie so fiktiv drüber sprechen? Oder? Wir können einfach, also es gibt den Schmomer. Schmomer Schmistel. Ja. Ne? Und der ist irgendwie gemein. Ja, ist witzig. Also Leute, ich habe hier Herratz neben mir, Tino nicht, aber ist auch okay, egal, würde ich sagen. Ja. Guck mal, ich habe gar nicht so viele Notizen, sehe ich gerade. Das können wir jetzt auch hier real life raussuchen einfach. Ja, nee, scheiß drauf. Was geht bei dir eigentlich? Schön, dass du da bist. Das ist doch wie mit den Reactions. Die Leute zocken gerade was und die wollen einfach, dass jemand dabei ist. Ja, das ist und wirklich... Und da ist doch der Content egal. Wir können jetzt auch... Die wollen es nicht einsam fühlen an Weihnachten. Genau. Ja, all die Leute, die jetzt einsam an ihren Computern sitzen... Zum Glück gibt es den Brennpunkt, der heute der Podum-Punkt ist. Hier solitär spielen, ganzen Tag. Ja. Karten sortieren, aufeinanderlegen. Ja. Die hören nebenbei Podcasts. Ist das dieses, wo bist denn du da eigentlich einzuordnen? Du bist ja so IT. Es gibt ja Pinball. Ja. Dann gibt es Minesweeper und dieses Solitär-Ding, ja. Oder? Habe ich eins vergessen. Na, es gab noch mehr, glaube ich. Naja, bei Windows 95 gab es immer so 5 Games. Aber ich glaube, das waren nur verschiedene Kartenspiele dann. Wieso? Naja, was heißt denn jetzt hier wieso? Ich will mit dir hier so... Ja, wo, was heißt... Ich will, dass wir die deutschen Joko und Klaases sind und du fragst bei jeder Frage die also Stelle, wieso ich die ich frage. Ich finde es halt, das war halt einfach keine Frage. Na doch. Wo bist du einzuordnen? Du bist doch IT, es gibt 3 Spiele von Windows. Wo ja, ist die Frage? Na, bist du Team Pinball, bist du Team Minesweeper oder bist du Team Solitär? Das ist doch nur eine Grundsatzfrage. Ist es okay, wenn ich auch andere Spiele also mehr mag? Ja, aber ich dachte... Also Pinball war schon geil. Es ging ja um diese vorinstallierten Spiele. Wir gucken jetzt mal, was Windows 95 für vorinstallierte Spiele hatte. Okay. Du kannst ja so lange, in der Zeit so lange den Jogo machen. Ich mach den Jogo. Also wir hatten damals im Unterricht IT, da hatten wir so ein... also Informatik hieß das bei uns. Wir waren noch so, wir haben das noch ausgesprochen. Und ist das heute Info? Ja. Da hatten wir einen Referendar, den hatten wir fast ein ganzes Jahr lang. Und bei dem durften wir uns sehr viel erlauben.
Und er hat dann aber immer unsere Bildschirme gesperrt, ne, kennt man ja, wenn man Scheiße gebaut hat. Weil wir hatten einmal, das kennt man ja, dieses Hitler-Ding, der aber so Banjo spielt, macht einen Hitler-Gruß, hat hier ein Banjo. Das hatten wir einmal auf dem PC ganz groß. Und er, was lacht dann wieder und hat auf den Knopf gedrückt, hat das an alle PCs gemacht. Nein. Und hat es instant bereut. Ja. Und seitdem hat er dann das eingeführt, dass er die PCs alle sperren konnte und so Nelson zu sehen war mit Haha. Ah. Und da haben wir dann auf unsere Hefter, die hatten ja vorne immer so durchsichtige Folie, haben wir so einen Hitlerbart drauf gemalt und haben den dann so an den Nelson dran geklebt und haben dann weitergelacht. Und da war er machtlos. Aber du bist ja nicht IT, sondern YouTube Creator. Ja, bin ich. Bist du eher Team Bildschirmschoner von diesem Würfel, der sich so verformt? Ja. Oder dieses Labyrinth? Labyrinth, definitiv. Oder diese Rohre, die sich so. Nee, Labyrinth. Okay. Gar keine Frage. Das ist auch dieses Doom, was da gespielt wird. Sehr geil. Nein, ich finde da jetzt keine gute Aufzählung. Also klar. Ist vielleicht auch nicht die wichtigste Frage. Mein Vater hat immer dieses, wo du so, ist das Mahjong? Nee, wo du so einen Stapel hast und zwei gleiche finden musst und dann gehen die weg. Das ist Mahjong, glaube ich. Mahjong, brauner Ton. Ja, dieser IT. Das ist ganz witzig, wir hatten davon eine Fake-Version, schätze ich mal, dass es eine Fake-Version war, die hieß Shanghai. Ist witzig. Ne? So hieß auch der beim Radio uns. Nee, das war nicht der, ist ein cooler Typ. Sind wir gerade im Brennpunkt oder ein paar Dummkasten? Beides. Also es wird wahrscheinlich unter Brennpunkt laufen, oder? Ja, Mist, ja. Sonst weil wir machen ja einen Jahresrückblick. Ja, ja, okay. Aber was willst du denn sagen? Na, dass ihr da ja schon rausgeschmissen wurdet. Nein, das stimmt nicht. Als es noch nicht cool war. Nicht im Radio Lotte. Ach so. Im Schnadio Schnotte wurdet ihr rausgeschmissen. Ja. Und wir hatten auch nicht den Herrn, wie heißt es, die Landesmedienanstalt, der Herr Schmitter, aber, der jeden Podcast hören musste, ob er nicht wieder was Verwerfliches sagen. Nice. Es gab auch so, wir hatten so Disketten damals noch, ne? Mhm. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo jemand gefragt hat, wieso heißt das Laufwerk C und nicht A? Mhm. Und dann natürlich, ich als Windows 95... Konnte nicht buchstabieren. A ist natürlich Diskettenlaufwerk, ja, ne? Ja, klar. Und Disketten, kennst du? Kennst du. Und da gab es eine Diskette, da ist dir irgendwie so eine Katze den Mauszeiger hinterhergelaufen. Mhm. Das war ganz niedlich. Und dann noch, ja. Kennst du dieses Spiel, wo du deinen Bildschirm so zerschießen konntest und zersägen und so mit einer Kettensäge? Ey, das war richtig geil. Das klingelt bei mir. Es so ein ganz sein, alter Spaß. Kann sein, dass es sowas war. Das haben immer Leute gespielt, die mit dem Fuß zum Falken laufen konnten. Okay, das gibt es nicht viele. Ich muss noch raus, vorinstalliert, Spiele vorinstalliert. Gut, Herr Rodes googelt wieder, das ist hier Podcast-Sabotage im höchsten Stil. Das ist mir egal, ich erzähle einfach weiter vom Referendar. Wir hatten halt damals einen sehr derben Humor, ne? Mhm. Ich und noch eine andere Person, die ich jetzt hier nicht namentlich nenne. Und wir haben dann halt immer so aus Spaß gesagt, das ist ein übelst geiler Typ gewesen, der Referendar. Aber wir haben dann immer so aus Spaß gesagt, ja, der wird schon sehen, was er davon hat, wenn er uns ein PC immer sperrt, noch dem schlag ich die Brille als Kontaktlinsen ein und so. Und das hat er aus Versehen mal gehört. Und dann war es sehr schwierig. Also das klingt jetzt bestimmt für den geneigten Zuhörer auch hier ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie das witzig gemeint ist. Aber es war eine andere Zeit, Leute. Ja, es war einfach eine andere Zeit. Das war vor 1776. Da war es noch okay, Leute nicht zu bezahlen. Hey, du hast dir doch bezahlt. Ich? Ja. Referendar mit meinen Steuern oder was? Alter, damals noch wurde Start, dann auf Programme, dann auf Zubehör und dann auf Spiele und dann hat sich das so aufgegliedert. So diese hat sie dann Minesweeper also und fast so. Fast Stochastik quasi, ne? Freecell, Minesweeper, Pinball und Solitär. Ich glaube, Freecell war einfach nur ein weiteres... bin ich eigentlich noch bei einem Thema, wo wir gar nicht mehr sind? Ja. Ich hab's jetzt. Hier musste man Zubehör, Spiele und dann konnte man sich zwischen Freecell, Minesweeper, Pinball und Solitär entscheiden. Freecell ist doch dieser Böse von... Dragon Ball. Genau. Und da muss man auch Karten sortieren. Das ist sogar zwei Böse von Dragon Ball, witzigerweise. Free und Cell. Freezer und Cell. Ja. Jetzt habe ich einen Witz erklärt. Ist wieder ein Schelm gestorben. Toll. Ja, ein Schelm gestorben. Ja, Marlene ist einfach witzig. Leute, was haltet ihr von dem Gag? Passt auf, ne? Ein schwarzer, also Setting, ne? In WoW ist ein schwarzer Nachtelf-Irokese und der macht einen Moonwalk in WoW. Das ist dann Mr. Teehee. Ist das witzig? Schreibt jetzt in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare. Aber es hängt ganz davon ab, ob du jetzt ein Lachen dahinter schneidest oder nicht. Nee. Hm, dann nicht. Das Sitcom-Ding ist am Sterben. Da bist du nicht am Zahn der Zeit. Sag bloß. Was kommt da jetzt alles wieder, ey? Ohne Scheiß. Das ist jetzt nur noch Sit, ohne Com. Cold Mirror Games ist zurück. Ja, stimmt. Das ist nicht diese Woche passiert, aber irgendwann. Ja, ja, aber es wird immer mehr. Die alten Sachen kehren jetzt wieder zurück. Ich glaube, die Nostalgie... Das wird immer mehr, dass sie uploadet. Naja, nicht nur das. Ach, dass Leute zurückkommen. Ich habe jetzt auch hier, ich weiß nicht, wer damals Freaky zockt oder Freak Gamer geguckt hat. Oh. Freaks for you. Der
hatte immer so 23.000 Abonnenten. Und der ist jetzt auch unter Fuki zurückgekehrt. Fuki. 5 Euro. Hat gesagt, Mensch ist kein Säugetier. Und hat dann unter anderem Roller Coaster Tycoon halt gespielt und so. Okay. Und das ist, kommt jetzt alles wieder. Diese langweiligen Let's Plays, wo der ganze Abo-Box voll gespammt ist. Geil. Ja, wieder, außer bei Nostalgia Forts, das ist diese Woche passiert. Oh, Nostalgia Forts hat einen Strike bekommen für ich weiß nicht genau, wie es. Ich würde es jetzt gerne vorlesen, aber ich bin mit einem anderen Account drin. Sexueller Missbrauch von Kindern war es nicht. Aber irgend sowas in die Richtung, so heißt nicht es. Nicht Missbrauch, sondern halt so Darstellung. Ja, also Darstellung von Kindern, irgendwie sowas. Geblockt wegen Schutz von Sexualisierung von Kindern, so ungefähr. So eine Art. Und das wegen unserem tollen Filmchen One. Also mit uns meine ich leider nicht dich und mich, aber du warst da ja noch Schaufenster im Quark. Sondern Basti und ich. Und ich weiß nicht, welche Stelle. Das Ding ist ja 1,5 Stunden lang. Aus 2005, wir kleine Drecksfenster. Und es gibt so eine Stelle, wo ich meinen Finger als Penis verwende. Das vielleicht. Oder mein kleiner Bruder, der mit einem Eimer voll Pisse reinkommt. Das vielleicht. Aber genau kann es keiner sagen. Und deswegen gibt es jetzt eine Upload-Sperre bei Nostalgia Forts. Aber der Strike ist bis März, aber der Upload-Sperre, glaube ich, nur eine Woche. Ne? Irgendwie sowas. Wilde Woche gewesen. Krass. Sexuelle, missbräuchliche... Ich wurde quasi sexuell missbraucht diese Woche. Von dir selbst. Ja. Und darf deswegen keine Videos mehr hochladen. Ja. Schwierig. Ich weiß immer nicht, ob das irgendwie ein Geständnis ist. Aber nur angenommen, ich hätte als Kind mit meinen Kumpels irgendwie dumm Scheiß gemacht und dann bei meinem Bobo gefilmt. Dann das hätte ist nie ich, passiert so, ne? Dann hätte ich theoretisch, wirklich theoretisch, das wäre dann fast schon, ja, ich sag's wie es ist, das Kipo. Wäre das dann, ja. Kipo. Ist ja so. Aber das denkt man sich halt ja gar nicht. Ich glaube halt schon, dass es noch ein Unterschied ist, wie es dargestellt ist, weißt du? Ja. Also einfach ein Kind, was nackt im Wasser spielt, ist ja erstmal nicht Po. Nee, das ist erstmal nur nicht, Ki. Aber es war schon so ein bisschen, wir machen guck hier... guck mal, wie geil ich bin. So ein bisschen halt okay. So. Aber so. Ja, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie wäre es, wenn man jetzt das Gesetz 1:1 interpretiert und was würde der Richter sagen natürlich, aber das sind so Sachen, da denkt man überhaupt nicht drüber nach und das ist halt wahrscheinlich das, was halt bei deinem ja, ich habe es halt auch noch verbreitet, weißt du, du hast es wahrscheinlich nur im Privatbesitz. Wenn ich habe es nicht im Privatbesitz. Würde ich jetzt auch sagen, for legal reasons. Ja, deshalb mache ich das auch. Ja, maybe. Aber das ist sehr schade, weil sonst wird es ein Outtake zu sehen geben von dem neuen Video, was auch diese Woche online gegangen ist, auf Nostalgia TV. Den Kanal gibt's noch. Und zwar mit... Alter, Schokolade im Kühlschrank ist dumm. Ich finde das super geil. Du die zersägt Leute, von? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Edit euren Kommentar oder macht's wie der eine geile Typ, der immer 20 Kommentare schreibt. Schreibt jetzt mal in die Kommentare Schokolade aus dem Kühlschrank. Kriegst nicht ja zerbrochen. Oder nein. Ich habe Angst, dass ich die Tasse zerbreche. Kraft machen. Dann zerbreche ich die Tasse. Kraftmanga, okay. Muss ich der Schokolade in die Eier treten, meinst du? Ja. Hab's. Zack, habt es gehört. Oh, das war jetzt... ASMR. Was weiß diese Woche auch passiert ist, der Nostalgia Schokolade Community noch ins Ohr. Nostalgia Fiki Community Song. Ja. Geil gewesen. Ist gekommen. Vielen Dank, alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank, alle, die nicht mitgemacht haben und trotzdem das hier immer schön mitgestalten. Aber was ich sagen wollte, ich habe aktuell eine zweite Kniescheibe am linken Knie, weil ich bei dem Weihnachtsmann-Video dreimal da drauf geflogen bin und das dritte Mal. Da habe ich mich so richtig schön 2 Minuten gequält. Mhm. Diesen Outtake würde ich halt echt gerne auf Nostalgia Forts hochladen. Aber Computer sagt nein. Mhm. Du machst jetzt hier wieder Comedy Flow, indem du Smartphone schickst. Von dem Center-Video. Ja. Sehr live. Eine sagt zum Beispiel, das Paket kam gar nicht an. Doch, das Paket ist ja das Video. Achso. Weißt du? An dem Paket, was Sender da trägt, ist das Video schon drin. Das geht ja gar nicht. Doch. Sondern in dem Moment aufgenommen. Doch, das ist Kunst, das verstehst du nicht. Okay. Und was ist bei dir die Woche passiert? Nein, ich bin jetzt hier. Also wie ihr vielleicht merkt, ist nicht Discord. Ist gleich viel besser, ne? Ist so. Und dann, naja, überhaupt, dass man halt nicht im Arsch der Welt im wörtlichen Sinne ist. Also in einem sogenannten Shithole-Country. Und dann merkt man plötzlich, dass es irgendwie doch so halbwegs lebenswert noch zu sein scheint. Es gibt auch so eine Restlebenswürdigkeit. Ja. Die man halt spätestens in Dortmund verliert. Okay. Aber ist schön, man sieht ja seine Freunde dann von früher und so weiter, aber da erzähle ich, glaube ich, niemandem was Neues. Machen wir ein neues Thema auf, bitte.
Also ich habe diese Woche ein Lied entdeckt. Das würde ich normalerweise in die Playlist einpflegen, aber das machen wir diesmal nicht, weil Tino verarbeitet das, ja. Mhm. Und das ist Ingo ohne Flamingo, feier das Leben, jeder Tag ist ein Geschenk. Mhm. Ingo ohne Flamingo kennt man von Saufen morgens, mittags, abends. Ja. Ach so. Absoluter Punkt. Brennholz kommt als letztes. Ja, wie gesagt, machen wir ja heute. Wir müssen erst mal den Cold Opener machen. Jetzt hör doch mal auf hier. Cold Open ist längst passiert. Und damit herzlich willkommen auf der Datenautobahn. Ja. Ich bin Herr Rodes Armloch, das ist Robin Nostarafu. Mhm. Und willkommen beim Brenn. Holz. Inter. Punkt. Bitte. Gut, Dankeschön. Ja, und Ingo feiert das Leben. Es ist natürlich so ein richtig plakativer, hat es schon tausendmal gehört, Song. Mhm. Aber weißt du, ich habe so durch seine Lieder geklickt, weil mir ist aufgefallen, dass der unten seine Maske abgeschnitten hat. Hat wahrscheinlich keine Luft gekriegt auf Konzerten. Mhm. Da wollte ich so nachvollziehen, bei welchem Lied ist es vielleicht zuerst passiert. Und auf einmal geht dieser Brecher los. Also jetzt mal ernsthaft, was hat dich geritten? Naja. Warum brauchst du die Information? In welchem Video? So, das ist jetzt ganz wichtig. Das ist in nicht welchem ganz wichtig. Video hat Ingo seine Maske unten gekürzt? Wenn du hier, guck mal, wann bin ich gekommen? Irgendwann? Ein irrelevanter Künstler hat eine irrelevante Handlung vollzogen. Ich bin hier, wann ist es passiert? Ich bin Montag, ja, was mobst du mich jetzt hier so? Ich bin hier Montag angekommen, habe in der Zeit zwei Videos geschnitten und eins davon gedreht und da raucht der Kopf und da muss man erstmal so ein bisschen runterfahren. Und da hat mir Ingo geholfen. Mhm. Und jetzt hört ihr euch alle mal schön an, jeder Tag ist ein Geschenk. Ein absolutes plakatives, ne? Aber es ist trotzdem, es hat mich bewegt in dem Moment, weil die Fallhöhe von Saufen morgens, Mittag, abends zu dem, die ist halt vorhanden. Und da hat mich das eiskalt erwischt und fand ich richtig schön. Mhm. Der singt so schön einfach. Kesera, sera. Nee. Morgens, abends ist ein Feiertag. Das ist diese Woche passiert. Und hast du ein schönes Lied, was dich bewegt hat, oder? Da gibt es tausend. Cool. Zum Beispiel Titten. MCM hat diese Woche auch sein Album veröffentlicht. Ja, Pornomafia. Eins. Ist wichtig. Ob zwei jemals kommt? Ich gehe ja also festens davon aus. Außerdem hat der MCM Geburtstag. Muss natürlich, dass der hat sogar an Freitag Geburtstag gehabt. Ja. Genauso wie Kalle am selben Tag. Mhm. Du warst da auch im Treff. Ich glaube nicht, weil im Schmeff, im Breff. Im Breff habe ich eingeatmet. Ich glaube, ich war zu krank, aber frag mich bei Upload nochmal. Gut, so machen wir das. Ja, aber gerade so hier mit Reden, das geht. Ich bin hier in meine Decke eingewickelt, einfach nur den Mund bewegen. Lass dich mal wirklich kurz moderieren. Ich würde motivieren. Ich würde kurz nochmal News raussuchen. News. Such mal. Hey, du musst nicht, wir können doch hier einfach mal, du wolltest eine Nostarafo-Geschichte erzählen. Ja, aber es einfach ist doch riffen. Schon alles erzählt. Es ist nicht alles erzählt. Welche Nostarafo-Geschichte willst du hören? War schön mit dir, als wir vorgestern gefilmt haben, oder? Hä, vorgestern? Du meinst vorgestern? Echt? Ja, ja. Guck mal, siehst du an. Mhm. Schau, guck. Mhm. Einer mach. Ja, das war schön. Sind quasi in die Stadt und dann hat Robin sich als Weihnachtsmann verkleidet, ist ein bisschen rumgesprungen, ein bisschen Pranks gemacht, ein bisschen Stunts gemacht. Ja, das kennt ihr nämlich gar nicht mehr, dieses Motto von früher, Pranks, Stunts und Fun. Ja. Und Fun habe ich damit reingenommen, weil es kann alles sein, weißt du? Ja, und Hallo an Kim. Kim, geiler Typ, habe ich dieses Jahr gesehen. Nice. Was hast du dieses Jahr Schönes gehabt? Nüscht. Mist. Aber dein Loch ist besser geworden, oder? Mein Loch wird sukzessive besser. Immerhin. Ich habe ja den offenen Telegram-Kanal Wohnsituation Herr Rodi. Mhm. Kann ja theoretisch jeder beitreten, außer dass ich dann ziemlich, verwahrlost bist du da. Ich bin da verwahrlost. Mhm. Unter anderem, wenn ich es mal kurz finde, ich habe mir dann nochmal gemeldet, das ist letztes Jahr, also ich habe im Januar letzten, also dieses Jahres, den Schaden bemerkt, meine Tapete war unten vergammelt. Da hatte ich leider einen Karton davor, deshalb habe ich das nicht so gut gesehen. So. Mhm. Dann wurde die Tapete von einer professionellen Firma abgemacht und der feuchte Putz rausgehämmert, da hatte ich ein Loch in der Wand. Aus irgendeinem Grund wollte die professionelle Firma dann nicht mehr. Hat mein Vermieter halt einen Kumpel eingestellt, lässt sich schwer einschätzen, ich glaube, der ist wirklich Handwerker. Und der hat dann irgendwie das nach einem halben, also ich habe es dann erstmal trocknen müssen, übelst lang, musste dann auch erstmal gucken, wie ich das Stromgeld wieder kriege, habe ich mir dann irgendwas zusammengerechnet, das ging dann. Dann, vor allem, das war das Geile, das sind zwei Heizlüfter, 2000 Watt. Und er meinte dann, ach naja, kriegst du dann den Betrag zurück, erstattet das nicht mehr als ein Kühlschrank vom Verbrauch her. Ich denke auch. Und ich weiß nicht, ob du einen Kühlschrank kennst, aber der braucht keine 4000 Watt. Kennst du Weihnachten? Kennst du Weihnachten.
Spult jetzt nochmal zurück und hört euch das, was Herr Hodes an, sagt, nochmal an, unter dem Aspekt, dass er über sein Arschloch redet. Mhm. Witzig. Hab ich einen Heißlüfter. Mach mal. Und dann war das irgendwann halbwegs dann. Das war auch noch ganz nice. Der hatte, der Handwerker hat das dann verputzt mit seinem Handwerksgesellen. Mhm. Das war ein, wie sagt man denn, wenn er aus Ghana kommt? Ghanese? Ich weiß es nicht. Ghanaraner. Ghanaraner? Mhm. Und huiuiuiuiui. Tino Ghanaraner. Der hat den, also der hat Gags gemacht, die ich nicht mal ich hier wiederholen möchte. Die über diesen Menschen? Ja, unter anderem in Richtung Ghana. Nee, also wirklich, also die Gags, die halt als erstes einfallen, wenn man ans Glied denkt. Und auch nicht mal sonderlich gut delivered. Also fand ich, naja. Okay. Und dann wollte der nächste Woche wieder kommen und das tapezieren. Und diese Woche geht es, glaube ich, 8 Monate. Mhm. Und da habe ich mich irgendwann... Schön. Ja, da habe ich mich dann irgendwann wieder gemeldet. Wie schaut es denn eigentlich aus? Und das Geile war, dann kam mein Vermieter und meinte, ich dachte, das wäre schon gemacht worden. Und jetzt frage ich mich eins, also an die Vermieter da draußen. Mhm. Wenn ihr einen Handwerker beauftragt, dann musst ihr doch irgendwie sagen, yo, habe ich gemacht. Mhm. Und dann müsst ihr dir noch Geld geben, weil er das gemacht hat. Ja. Aber ihr gebt ihm doch erst Geld, wenn ihr geguckt habt, ob das repariert wurde oder nicht. Also hat er dir jetzt Geld gegeben, ohne das zu überprüfen, oder hat er ihm kein Geld gegeben? Und warum geht er dann davon aus, dass es gemacht wurde? Vielleicht war das ein Betrüger, der dich besucht hat. Er hat Kameras installiert heimlich. So, Kamera, gutes Stichwort. Dann hat der Vermieter irgendeinen Nachbar geholt, der nur Polnisch konnte. Und wollte ihm irgendwie erklären, was an der Wand zu tun war. Und wollte ihm erklären, dass er auch noch im Baumarkt nochmal irgendwie Tapete kaufen musste, hat er dann wahrscheinlich nicht verstanden, zumindest wirkt es nicht so auf mich. Mhm. Und er meinte dann zu mir, er kommt dann irgendwie am nächsten Tag um 8, so morgens. Na, dann abends um 9 dachte ich dann, na, der wird nicht mehr kommen. Hat dann nochmal nachgehakt, dann kam der Vermieter irgendwie wieder, hat Fotos von der Wand gemacht, dann hat er nochmal den Handwerker von vorher geholt, der hat dann auch nochmal Fotos von der Wand gemacht. Und da habe ich mich gefragt, wie oft man diese Wand wohl noch fotografieren muss. Ein ganzes Museum voll mit Fotos. Ich glaube auch. Ja. Ich frage mich, wie oft man diese Wand fotografieren muss, bis sie dann endlich wieder ganz ist. Die fotografieren dich dann heimlich im Schlaf und machen das dann so ins Verhältnis mit einem Verfall im Gesicht, weil da alles Schimmel ist. Ja, wahrscheinlich. Hammer. Es ist, muss ich aber ehrlich sagen, nicht kein Schimmel sichtbar. Es ist halt Feuchtigkeit, aber ja, es werden halt permanent Fotos irgendwie gemacht. Mhm. Ja, und das Loch ist halt zu, aber die Wand ist halt nur verputzt und nicht tapeziert und sie ist halt immer noch nass. Hm. Also, bin mal gespannt. 2022, also dein großes Jahr des Lochs. So to say. Ja. Mein Motto dieses Jahr war Loch. Ich habe ein Loch in der Wand. Hm. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das nächstes Jahr alles anders wird. Ja, wird's. Also ich werde ja, weiß nicht, wie interessant mein Privatleben ist, aber ich sag mal, ich werde ja sicherlich nicht ewig in Dortmund bleiben. Hm. Ne? Na gut, mein Motto des Jahres war Spend mit einem großen End und ich habe mich da gut dran gehalten. Was hast du denn alles gespendet? Nee, nichts. Mhm. Hab kein Geld. Ja, die du spendest, ihr habt mir gespendet und das ist sehr, sehr nett. Ihr habt diesen Kamel am Laufen gehalten. Bummstände noch unklar. 3 Tote nach Schüssen in Paris. Ja. Vor einer Stunde. Paris, Schmaris. Tat eines Rechtsextremisten, um Martino, das kennen wir ja jetzt um Martinos Position einzunehmen. Das ist ein Einzelfall! Ja. Nee, aber die lasse ich auch nicht. Aber witzig, ja. Schütze war offenbar ein 69-jähriger Mann. Ah, 69? Ja. Ha! Okay, nochmal einen neuen Gag erzählt. Ja, ich habe das ja mein Motto so aufgefasst, dass ich quasi keine Zeit irgendwo rein investiere, was ich nicht wirklich will. Mhm. Kennt man ja. So dieses, ja, es ist halt die Oma, weißt du, musst du mal hingehen. Ja, genau. Ist jetzt nur so ein Beispiel gewesen. Kannst du konkret sagen, welche Sachen du nicht gemacht hast, als Beispiele meine ich jetzt, die du sonst gemacht hättest, wenn du das Motto nicht gehabt hättest? Ja, sowas. Das ist jetzt nur rein mehr Beispiele. Als fiktives Beispiel. Ja. China, da ist jetzt... China ist die Politik ausgehebelt, das komme ich gleich zu. In China ist jetzt dieses Corona ausgebrochen, verrückt. Ja, naja, die hatten ja wirklich so eine richtig harte Zero-Covid-Policy, die haben sie komplett ausgehebelt. Und jetzt sind die Prognosen, dass irgendwie innerhalb von nächsten Wochen da 60% alle angesteckt sind, weil so von 0 auf 100.
Ja, kannst du glauben. Ja. Also, man kann sagen, was man will, aber ich glaube, die deutsche Politik hat das schon besser hingekriegt. Hm. Das war so, naja. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also, die haben ja wirklich so eine richtig harte Linie, so mit Leute teilweise irgendwie in die Wohnung einsperren und sowas und Haustiere wegnehmen oder so ein Shit und jetzt plötzlich gar nichts mehr. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Na, es wirkt auf mich so, als hätten die halt dieses Zero-Covid. Vielleicht haben die auch auf den Impfstoff gewartet, keine Ahnung. Aber den gab es ja jetzt schon eine Weile. Ja, aber der ist ja offenbar ziemlich scheiße, der chinesische Impfstoff. Vor allem, wir hauen die weg, ne? Herr Lauterbach haut dir die übrigen Impfdosen weg, anstatt mit jemand nach China rüber schicken. Ich war übrigens am Sterbebett von meiner Oma, also noch lebt sie. Ach, witzig, erzähl. Und innerhalb der ersten 5 Minuten hat sie mir erzählt, dass Lauterbach einen kleinen Schwanz hat. So, Quelle? Sie, ja, sie. Naja, aber wo hat sie die Quelle? Sie war ja auch schon vom Spahn nicht begeistert, aber der Lauterbach hat einen kleinen Schwanz. Mhm. Das ist natürlich jetzt nur eine fiktive Geschichte. Aber ich muss es loswerden, es tut mir leid. Das ist immer ein schwieriges Szenario. Wie kam man da jetzt drauf? Ach ja, ich finde, dass die Politik in Deutschland hat ja reagiert mit, naja, wir machen jetzt so viel Lockdown wie halt irgendwie so. Hm. Und dann gucken wir mal, dass wir die Welle niedrig halten. Hm. Und dann impfen wir alle durch und dann dürfen sie wieder raus. Das finde ich irgendwie schlau. Es war nicht optimal. Also ich fand ja bis zu einem bestimmten Punkt Zero Covid auch in Deutschland eine sinnvolle Sache. Mhm. Weil es war ja Quatsch, immer Lockdown so lange zu machen, bis die Inzidenz bei 15 war, dass sich ja noch alle irgendwie doch noch anstecken können und die Exponentialkurve halt wieder hochgehen kann. Ist ja auch dann 3 oder 4 Mal passiert. Ja. Ne? Bis dann Herr Laschet den Brücken-Lockdown gemacht hat und dann war ja dann gut. Ich habe gehört, er wird Kanzler. Ja, auf jeden Fall wird er Kanzler. Ja, ich habe ja auch ganz am Anfang, erstmal habe ich gesagt, hier in Italien ist nur so schlimm, weil die alle alt sind. Hm. Und dann habe ich aber gesagt, okay, aber wenn man jetzt wirklich 2 Wochen kompletten Shutdown auf der ganzen Welt gemacht hätte, wäre das Ding gelöst gewesen, theoretisch. Nein, es ging auf Tiere auch, das war das Ding. Ja, also dann hätte man es erstmal wieder, dann hätte man sicherlich 6 Wochen Ruhe gehabt, mindestens. Ja, vielleicht aber auch länger. Vielleicht auch länger. Hm. Naja, ist ja jetzt auch egal, es ist ja, ne, Hindsight. Aber ich sag mal, bring mal weltweiten Shutdown. Ich meine, wir haben es ja nicht mehr deutschlandweit einheitlich hinbekommen. Ja, ich fand einfach nur die Vorstellung so geil, dass wirklich, weißt du, die ganze Welt so, also es fühlt sich dann an, als würde ein UFO landen oder so, die ganze Welt hält den Atem an. Mhm. Das war ja so schon mit Lockdown, aber es war ja nicht wirklich. So, es waren ja trotzdem alle draußen und so und ging ja, aber... Was ich übrigens nicht sagen wollte, ist, dass die Politik wirklich gut war, weil ich glaube, so die zweite Hälfte aller Lockdowns hat sich ja später rausgestellt, war völlig unnütz, außer dass Leute halt psychisch gebrochen wurden und andere Krankheiten. Cool. War nicht optimal. Ja, war für uns alle Neuland. Ja, es war, also was nicht alles neu war. Ne? Zum Beispiel, man, also, wie siehst du eigentlich jetzt, das interessiert mich mal. Wir haben ja jetzt gerade themenbreit. Themenbreit. Als Merkel noch an der Macht war. Das war so geil. Da haben wir ja gesagt, ach, wenn man einen Strich drunter macht, ist schon okay. Mhm. Ich weiß, wohin die Frage jetzt geht. So, jetzt. Ich habe auch, glaube ich, mal gesagt, dass wir vielleicht die Merkel mal vermissen werden, aber jetzt. Und jetzt denke ich mir so. Regierung kann ja auch handeln. Jetzt denke ich mir, Regierung kann auch handeln und vor allem, wenn jetzt rauskommt, wie blind. Dass dieses Land in die Krise geführt wurde, in der es jetzt ist, über Jahre. Auf der einen Seite denke ich mir, das muss Merkel verzapft haben, weil die ist ja als Staatsoberhaupt auch mit diesen ganzen Puddings und so viel, viel am Machen gewesen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, gut, es ist und bleibt eine Demokratie und das deutsche Volk war nicht auf der Straße und das deutsche Volk hat nicht gesagt, hör mal auf, bei nur einem Gasanbieter zu beziehen. Jetzt ist die Frage, Freital hat gesagt, Merkel muss weg. Ja, also. Nee, ich meine, jetzt kann man sagen, hätte Merkel damals die Möglichkeit geschaffen, teureres Gas einzukaufen, hätte das Volk es vielleicht nicht verstanden. Ja. Und hätte die Merkel gesagt, ja, wir machen das, falls Russland mal eingreift, ja, da hätten wir der noch einen Piep gezeigt und gesagt, Alter, das ist ja, wahrscheinlich. Du löst hier noch den Krieg aus. Ich will sie auch nicht komplett verteufeln, ich glaube, eine andere CDU macht da wäre bestimmt schlimmer gewesen als Merkel, aber trotzdem halt nicht so geil, ne? Ja. Vor allem 16 Jahre muss halt nicht. Sie hätte ja auch mal 4 Jahre Probelauf und dann reicht aber vor allem auch. Jetzt, wo du das auch sagst, mit der Regierung kann auch handeln, was mich übelst wundert, ich habe jetzt wieder auf die Sonntagsfrage geguckt, die Leute lernen es nicht. Was denn? Na, jetzt ist die CDU wieder hochgerankt. Wann findet denn mal ein Lernen statt? Ja, das ist aber auch nach amerikanischem Modell. Von Amerika lernt man doch so viel. Das ist immer, wenn die weg abgewählt sind, dann wird es wieder so, ach, so schlimm war es ja gar nicht, weißt du? Es ist immer dieses... Das ist bei der FDP noch ein bisschen anders. Die sind immer nur nicht so schlimm, wenn sie ganz aus dem Parlament geflogen sind. Okay. Kommt immer mit einem Comeback und dann, naja. Nee, es ist halt wirklich, gibt es ja auch bei Menschen so, wie heißt es? Distance makes the heart grow
Font oder so. Okay. Also, Witz, was gelten, macht dich selten. Ah. Wenn die CDU weg ist, denkt man so, ja, jetzt eigentlich ein bisschen CDU wäre schon geil. Weißt du noch damals? Da ging es uns halt besser, weißt du? So, ja, vor acht Jahren ging es uns halt besser. Das muss an Merkel gelegen haben. Aber wieso denken die Leute nur von der Tapete bis zur Wand? Ja. Ich meine, das ist doch völlig... Man kann Gasumlage, kann man unsere Regierung jetzt vorhalten. Mhm. Kann man machen, da ist ziemlich viel Bullshit passiert. So, das war irgendwie nicht klug. Aber im Endeffekt, man sieht auch so viele Sachen. Man sieht doch wirklich, wie du sagst, halt Handeln, Umsetzen, das findet doch statt. Man findet alle zwei Wochen gefühlt wird irgendwie wieder was beschlossen, was irgendwie sinnvoll klingt. Ich finde es generell nicht gut, wenn Leute mit Gas umgelegt werden. Tut mir leid, ich muss den... Ich würde mich einmal gern... Mir einfach auf der Zunge. Ich würde mich gern einmal mit dir normal unterhalten. Okay, Entschuldigung. Ne? Und auch wenn die Klimaziele noch immer nicht ambitioniert genug sind, habe ich doch immer noch den Eindruck, dass Schritte gegangen wären. Mhm. Und zwar mehr Schritte als in der Regierung zuvor. Und das ist nun mal das... Vorher wurden Herzschrittmacher gegangen. Ja. Mehr nicht. Ich würde mich gern wirklich einfach mal normal mit dir unterhalten. Aber die liegen auf der Straße, ich muss die aufheben. Ja, dann schreibst du dir auf und mach die ganz am Ende. Okay. Übrigens, Herr Rode, als du das erzählt hast, fiel mir dieser Gag ein. Ja. So. Weil du bringst mich auch immer wieder raus. Ja, raus. Tut mir leid, aber ja, du hast ja recht. Das ist alles Gospel, was du erzählst. Ja, das ist Gospel. Oh Gott, ist Habeck. Merkel war so nichtstuend. Ja. Also weder würde ich komplett die alte Regierung verteufeln. Hm. Es war nicht alles schlecht. Ich als DDR-Bürger weiß das ja am besten. Ja. Ich würde auch genauso wenig die aktuelle glorifizieren. Ich finde auch gerade, ich meine, Lauterbach, der ist mit einem Tusch angekündigt worden und seine Bilanz ist, geht so. Mhm. Der ist ja immer noch, wir müssen gegen Corona kämpfen, hätte man nicht ganz gecheckt, dass das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel steht. Naja, also ich glaube schon, ich will diesmal auf der richtigen Seite der Geschichte sein. Mhm. Ich sag, dieses China-Ding wird richtig eskalieren und es wird nochmal richtig über uns drüber schwappen. Und, was ist denn das China-Ding? Ach so, dass die von Zero-Covid weg sind und dann... Meinst du, die produzieren jetzt noch eine Variante oder was? Ja, die brauen letztlich... Nein, das ist einfach jetzt so richtig sprunghaft sich verteilt über die nächsten 2-3 Wochen. Na, das China, wir auch nicht. Aber halt auch zu uns. Ja, wie denn? Indem die Flugzeug fliegen und dann hier Hallo sagen. Ja, aber dann muss es ja eine andere Variante sein. Weil die Varianten, die hier heimisch sind, die sind ja irgendwie... Jein, also ich glaube, ich hatte noch nicht alle Varianten vielleicht. Also. Ich sag nur, dass die Corona-Zahlen ja hier nicht hochgehen mehr. Obwohl Leute nicht mehr impfen gehen, obwohl Leute keine Maske mehr tragen. Ich wollte doch nur diesmal recht haben, wenn es anders kommt, weißt du? Ja, und ich wollte mich einmal ernsthaft mit dir unterhalten. Na, dann mach das doch. Nee, mach ich nicht, kann ja nicht. Okay. Kommt ja nur Scheiße. Ja. Weißt so. Du, die Leute haben am Anfang gedacht, oh, jetzt kommen wieder lustige kleine Geschichten. Und jetzt mache ich hier wieder jetzt, eine Politik. Jetzt reden wir hier wieder über und Merkel. Und Sanji hat immer gesagt, nicht so viel Politik machen. Ist so. Genau das hat er gesagt. Mhm. Nee, ist okay. Ich probiere jetzt hier mal eine Schoko abzubrechen. Willst du auch noch eine Schoko haben? Nee. Echt nicht? Nee. Dann beiß ich mit den Zähnen ab. Ich habe wirklich, also ich bin gerade wirklich ein bisschen kränklich und ich war in der Wanne, was übelst geil ist. Hab da von der Schokolade abgebissen und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Da liegt was im Argen. Mhm. Ist so. Mhm. So, ich würde sagen, du hast jetzt ab jetzt vielleicht noch so ein halbes Stündchen, wenn es alles eng wird. Vielleicht gucken wir jetzt mal auf die Jahrestrends. Okay. Und hangeln uns durch 2022. Guck nicht schon spoilerig hier rein. Du hast auch schon geguckt. Pass auf. 2022 fing an mit dem Januar. Mhm. Kontroverser Monat. Dieses Jahr, weil normalerweise fangen Jahre an. Januar war also wirklich... Ich muss nochmal wirklich einen viralen Hitler für Januar dieses Jahr machen. Okay. Corona endet. Langsam und alle denken, boah, endlich wird alles wieder gut. Mhm. Und dann kommt Februar. Aber lass uns mal im Januar bleiben. Da steht hier Missbrauchsgutachten. Und da oute ich mich jetzt direkt mal, dass ich gerade nicht präsent habe, was das jetzt schon wieder Kirche? Ist. Kirche? Was, das? Weiß ich nicht, klingt so. Also in der Kirche ist Missbrauch, ja. Aber weiß ich nicht. Das war wohl im Januar ganz groß. Mhm. Missbrauchsgutachten. Haben wir auch scheinbar hier nicht als Thema. 2020, weißt du noch, was da im Januar war? Hier steht halt was von 2020 im Januar steht Münchner Missbrauchsgutachten. Nee, weißt du es noch? 2020 im Januar, was war da? Nee. Bonpflicht. Bon? Mhm. Okay. Haben wir uns alle über die Bons geärgert. Mhm, Corona. Weil die in den Bauch vom Fisch landen. Na, auch weil die nicht gut sich entsorgen lassen. Mhm. Ist so, ob der von 22, ja. Ja, ja. Olympia ist dann das nächste. Wow. Olympia, da gab es ja auch das Gerücht, dass Putin gewartet hat, bis Olympia fertig ist. Ja. Und dann das hat eine kleine Überraschung. Ah, okay. So, das olympische Feuer hat er quasi ein bisschen missverstanden. Ja. Hat es nach Kiew getragen. Naja, das ist Quatsch. Der hat es probiert. Ja.
Ich bin gesund. Also wollen wir jetzt schon zum Februar gehen? Nee, Olympia ist wichtig, weil Skateboard fahren ist olympisch. Ist olympisch. Ja, ja. Ja. Und deswegen, also, die Leute feinden mich nicht mehr so an. Die lieben das jetzt alle. Dann ja. Kam Ukraine-Krieg, steht hier. März oder wann? Naja, das ist ja nicht so ganz. Das wird so, du wirst doch, war das nicht auch Februar noch? Ach so, ja, ja, das war viel. Das war ja so kacke, ne? Es war irgendwie nicht gut. Weil, ne? Weil so, es fühlte sich schon scheiße an, so am Abend, und dann hat Amerika schon gemeint, ja, das passiert jetzt bald, ne? Ja. Geheimdienst. Und da haben sich die Truppenkonzentration. Und dann willst du Weiberfasnacht feiern in Köln, ausgelassen. Hm. Und so war er angegriffen. Wie damals mit dem Butterclan, als wir Jendriks Geburtstag feiern wollten. War richtig miese Stimmung dann. Richtig ich weiß toll. Das gar nicht mehr. Du da sagst, waren wir im Cascada, aber ich weiß das nicht da mehr. Da lief das ganz im Cascada. Das ist so ein Late-Night-Event-Bar-Ding. Da ist eine riesengroße Fernseherwand. Mhm. Und da lief das ganz groß. Hier, 50 Tote, alle leiden, alle verbluten. RIP. Und wir davor so, okay, cool, yo, feiern. Ich hab's dann reframed. Da war noch der Profi-Ghost da. Hab mit ihm eingeschlagen, hab gesagt, komm, wir feiern heute, dass der Dritte Weltkrieg nicht von Deutschland angefangen wurde. Mhm, doch. Und dann ging das ja los mit den ersten Bildern im Netz von irgendwelchen Panzer, die nicht mehr gefahren sind aus Russland, irgendwelchen Traktoren, die den Panzer dann abgeschleppt haben, zurück nach Russland zumindest probiert haben. Oder diese Sache mit der Schlangeninsel und der Moskwa. Ja. Wo die gesagt haben, ergebt euch. Und die so, nein. Was soll, nee, die haben ja gesagt, hallo russisches Schiff, bitte fick dich. Ach, oder so ähnlich. Ja, ja. Puh. Gedenken an diese Witzigkeit, die sind ja jetzt auch, naja. Aber ey, wenn das Letzte, was du im Leben machst, witzig sein ist, und das in so einer Situation, ist schon cool. Durchaus. Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich glaube, das hat auch schon der Moral geholfen in dem Moment. Klar. Der Gesamtmoral des Landes und so. Klar, klar, klar. Ja, aber das war ja so ein Blitzkrieg, wurde ja gesagt, ne? Also ich glaube, ich habe das bestimmt auch mal gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, dass halt in 5 Tagen da Feierabend ist. Das haben so ungefähr alle gesagt. Ja. Das war auch krass, also dass das nicht so kam. Es hätte ja auch keiner gedacht, dass die russische Armee derart schlecht ist. Ja, habe ich neulich irgendwas gehabt, dass sie irgendwie auf Wikipedia waren? Weil jetzt latsche ich ganz etwas Mikro. Ja, sorry, ist professionell. Weil die für ganz altes Equipment irgendwie die Bedienungsanleitung irgendwie raussuchen mussten oder sowas. Weil die so ganz veraltetes Zeug... Jetzt neuerdings oder was? Ne? Weil es langsam knapp wird oder ja, so. Ja, das ist ja das Ding. Das ist jetzt auch die spannende Frage, dass jetzt wieder was zeitaktuelles nicht aus Februar. Wessen Munitionsdepots gehen zuerst alle? Hm. Es bleibt spannend. Russland oder die der Welt? Ja. Zwischendurch hat man sogar gedacht, okay, jetzt holt sich Ukraine alles zurück. Also die haben ja auf jeden Fall Blitzkriege gemacht, regional zumindest. Wenn man sich... Kharkiv, glaube ich, oben anguckt. Da hieß es ja, das war, glaube ich, Mitte des Jahres im Sommer, wo die sich da diese riesen Land wieder, da sollen ja die Russen gerannt sein. Hm. Das ist jetzt natürlich wieder so ein bisschen aus westlicher Sicht, ich war nicht dabei. Aber da dachte man auch, okay, jetzt schlagen sie zurück. Und jetzt ist es wieder unklar, was wird passieren. Aber wir bleiben beim Jahresrückblick. Ich erachte das als wichtig für die globale politische Entwicklung. Weil zum Krieg. Da ist einfach die Frage, wird der Aggressor belohnt mit Land? Ja. Oder wird der Aggressor in die Schranken gewiesen? Und ich glaube, das wird sicherlich andere Diktaturen auch interessieren. Hm. Ich hoffe, der Aggressor wird in der Form mit Land belohnt, wie wenn man furzt und aus Versehen. Soll ja Pudding auch irgendwie passiert sein. Gab es doch dieses Gerücht, dass der Treppe runtergefallen ist und dann hat er sein Land gehabt in der Hose. Genau. Kam ein bisschen Vaterland raus. Kam ein bisschen Westerweiterung aus. Naja, genug. Ja. Ist das hier, was ist immer dieses, nicht, aber wir sagen doch immer hier Deutschland und so, das Land, was wir zurückhaben wollen, Frankreich, Lorelei. Nee. Ist das Lothring? Ja. Weißt du, egal. Jetzt hätte ein guter Gag werden können, der ist da irgendwo vergraben. Ist egal. Sondervermögen ist dann als nächstes hochgegangen. Genau. Das hat hier da einen Peak, genau beim Krieg. Und dann später aber nochmal. Und Zeitenwende nicht? Krass. Nee. Das Sondervermögen waren diese 100 Milliarden, ne? Ja, das ist doch nichts. Das ist schon was, aber... Ja, hast du da eine Meinung zu? Ich find's, muss sagen, Geld, ne? wenn man das sinnvoll investiert, muss das ja irgendwie sinnvoll sein. Ja, man hätte ja auch damals nicht wissen können, wie weit sie ranrücken, ne? Ist richtig. Ich sehe ja so Geld immer gerne in Hammer und Sichel investiert. Weißt du? Sozial oder? Sozial.
Ja, so, ist so. So ein Fußgängerüberweg, stimmt. Schule, Mapito. Wie viel Milliarden kostet es, 7 Striche auf den Straßen? Übrigens, News aus Weimar. Mhm. Es gibt jetzt den Überweg auf Goetheplatz. Das grüne Ding da. Dieser grüne Streifen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie reagiere ich als Autofahrer? Das habe ich in der Fahrschule nicht gelernt. Das okay. ist wie ein Zebrastreifen, nur ist es kein Streifen, sondern einfach ein grüner Strich über die Straße, der so vielleicht 4 Meter breit ist. Weimar ist weit gekommen, von Übermensch zu Überweg. Ja. Hm. Und da sind so Dreiecke mit so Fußgängern. Ich glaube, das ist ein Fußgänger, sollte da, wenn er Bock hat, drüber laufen, muss aber nicht. Und Auto sollte anhalten, muss aber nicht streifen. Mhm. Aber es heißt wohl, der soll voll gut funktionieren. Geil. Aber ich habe da auch so nicht das Problem immer gesehen, tatsächlich. Was, das meiste, was da drüber fährt, sind ja Busse und die halten ja da. Ja, aber ich glaube, die Gefahr bei Bussen ist auch so ein bisschen, dass du davor oder dahinter dann bist und die Autofahrer dich vielleicht nicht sehen. Dann rennt man noch, weil man den Bus auf der anderen Seite schaffen möchte und hat dann vielleicht auch noch irgendwie Gefahr. Sowas halt. Wie kam ich da gleich drauf? Ah ja, genau, das, dass man vielleicht das... die ganzen Milliarden also in einer perfekten Welt würde man ja das erwirtschaftete Geld des Landes in natürlich in Bildung, Soziales halt so investieren. Mhm. Es ist total bedauerlich, dass es in Militär fließen muss. Hm. Aber es ist ja auch das Ziel von der russischen Regierung, uns zu schwächen, ne? Ja. Das Geld ist ja auch relativ schnell verbraucht, einfach. Da könnte man sagen, eine 5 Minuten Militärine. Ja, 5 Minuten Militärine. Es gibt auch die von Knorr, die ist viel besser. Okay. Ne? Ich sag's nur. Gut. Sahara-Staub kam als nächstes. Das war nur kurz relevant. Ne? Da war überall so rot. Okay. Dann haben die Leute gesagt, ach, guck mal. 9-Euro-Ticket. Mein Fenster. Ja, das kommt danach. Dieses Jahr ne, gewesen, ne? Das war dieses jetzt Jahr. Mal. Geiles Jahr. Und ich habe es einmal genutzt, um mit Weimar Bus zu fahren. Echt jetzt? Mhm. Den Rest hatte ich das NRW-Ticket, was ich sowieso habe. Ja, gut. Alter, ich habe so die Scheiße aus dem 9-Euro-Ticket rausgefahren. Hast gut gemacht. Der Wahnsinn. Ja. Von wirklich bis nach Flensburg hoch. Aber da haben wir es, ne? Hätte man diese Milliarden Sondervermögen fürs Militär in die Bahngeschichten investiert, hätte man sicherlich noch länger das 9-Euro-Ticket haben können. Aber dann wäre sicherlich unsere Flanke nicht geschützt gewesen. Und ich sag mal, billig Zugfahren dafür, dass auch unsere Frauen vergewaltigt werden, ist, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, ne? Ja. Und unsere Leute gefoltert und irgendwo verbuddelt. Relativierst du gerade die Kriegsverbrechen der russischen... Ja. Na gut, kann man mal. Ist halt, weiß ich nicht, noch legal. ja, aber 9-Euro-Ticket war schon geil, muss ich sagen. Es war einfach auch, das war so ein 3-Monate-Festival-Feeling. Du okay. hast das wahrscheinlich halt nicht so empfunden. Nö. Aber alleine, dass die Leute in den Zügen so einen harten Hass überall versprüht haben mit, oh, das ist so schlimm und oh, hier, was ich gesagt habe, als ich bei dir vorbeigefahren bin, der erste Dortmunder, den ich getroffen habe, ey, Digga, 9-Euro-Ticket hat Deutschland gefickt. Mhm. Und dieser Vibe, der hat mich so erheitert, Alter, ich sitze da drin oder stehe oder bin irgendwo in der Ecke gequetscht und ich lache einfach nur, es ist so großartig gewesen. Okay. Ich habe mich nicht einmal drüber aufgeregt, dass es so eng war, es war immer irgendwie witzig. Du hättest wirklich die kompletten 3 Monate, ohne Spaß, hättest du in jedem Scheißzug sitzen können, dir einfach 2, 3 Sachen aufschreiben, die da passieren, zack, Buch. Es wäre so großartig geworden. Gab ja auch Züge, da kann man gar nicht rein. Ist dir auch, glaube ich, passiert, oder? Ist mir einmal passiert, ja. Ich bin auch einmal auf die Schnauze geflogen, weil ich rennen musste in Kassel-Wilhelmshöhe und mein Schnürsenkel noch auf war. Habe es trotzdem noch geschafft, aber habe nicht mehr reingepasst. War die Schnauze ist jetzt kaputt. Ja. Aber ey, du hast Geld gespart. Ja. War geil. Du hast ja schon eine Meinung zum 49. Du würdest es dir holen, wenn du wüsstest, dass du in dem Monat, wo du es dir holst, viel reisen würdest. Jein, so ungefähr hatte ich es, glaube ich, gesagt. Ich würde es mir halt wahrscheinlich nicht in einem Januar holen. Hm? 9-Euro-Ticket würde ich mir wahrscheinlich jeden Monat holen. Hm? 49-Euro-Ticket dann halt eher so 3 Monate im Sommer oder so, halt wie das. Hm. Und dann aber auch wieder, also dann wäre ich ja noch mehr incentivized, da das meiste rauszuholen. Weil dann musst du ja wirklich ein paar Mal fahren, bevor du ein gutes Gefühl beim Investment hast. Ich glaube halt, dass man es als, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Arbeitnehmer. Mhm. Nee, wusstest du? Da gehst du, also immer nur nehmen, ne? Da gehst du, da hast du so Zeiten, wo du halt an einem Ort sein solltest. Klingt barbarisch. Und musst für so Leute so ein bisschen, musst denen halt helfen. Krassig. Aber die schauen auch, dass du das halt auch machst. Das Gute ist, du kriegst dafür halt immer Geld. Okay. Und vielleicht auch ein Jobticket, je nachdem, in welcher Branche du bist und so weiter. Und ein Jobticket im Monat ist teurer als 49-Euro-Ticket. Deshalb schätze ich, dass die Arbeitgeber, die Jobtickets ausstellen, einfach auf 49-Euro-Ticket übergehen werden. Aber sind die Jobtickets auch nur Regionalbahn? Total regional. Okay. Also nicht nur Regionalbahn, sondern auch
total begrenzt. Hm. Also es gab eins, ich hatte für meine Firma eins, das ging aus Köln, ne? Der ganze, klar, ganze Stadt, Verkehrsbund, Rhein-Sieg, aber nicht komplett. Also das war schon eine Ausnahme, dass man da bis Düren oder so kam. Mhm. Also die Leute, die so ein bisschen im Kopf haben, bis Bonn kam man, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man bis Düsseldorf kam. Das war sehr, sehr begrenzt, also nicht NRW-Ticket oder so. Aber wenn das jetzt durch ein 49-Euro-Ticket ersetzt wird, ist das natürlich ein massives Upgrade. Ja. Das ist ja quasi eine Bahncard 100 für sehr Arme. Hm. Oder sehr Reiche, die halt knausrig sind. Knausrig, geiles Wort. Danke. Das Wort der Woche, knausrig. Ja. Wort der Woche. Nee, ich würde gerne Pfropfen in den Ring werfen. Pfropfen, aber es ist, glaube ich, nicht vergessen, oder? Das ist auf jeder... Auf jedem Reagenzglas-Ding ist doch ein Pfropfen drauf, oder? Na gut, ach, vergessen. Naja, nicht vergessen, aber so ein, weißt du, was eigentlich keiner mehr sagt. Mhm. Was auch keiner mehr sagt, ist Affenpocken. Das war dann so irgendwie Anfang April, sehe ich hier so ungefähr. April, Mai vielleicht sogar schon. Das reiht sich wenigstens wieder ein in diese ganze Hühnergrippe, Schweinegrippe, BSE. Sollte man mal so einen Song drüber machen. Mhm. A little bit of Affenpocken in my life. Ja. Überleg mal. Das Überleg mal, es wäre voll late. Ja. Und dann mach mal Video und dann machen wir tatsächlich doch eine Bombenstimmung draus. Ja. Was ist ein 219a? Das ist doch bestimmt irgendein BGB-Ding. Mhm. 219a ist der nächste Trend. Darf ich googeln? Der kam Anfang Juni, Mitte Juni, irgend sowas. Hm. Ich werde da, gleich wenn du es hast, da denkt man so, oh, na klar. Ist bestimmt, dass man sich umbenennen darf. Echt? Strafgesetzbuch wird abgeschafft. Ach, gucke an. Nicht an, ne? Hier habt ihr es zuerst erfahren. Ah, Beratung des ungeborenen Lebens, okay, Dingsberatung hier, Schwangerschaftsabbruch. Ach so, ja gut, das war ja in Amerika spannender als hier. Dürfen wir uns nicht zu äußern, weil wir Männer sind. Ja. Halten wir jetzt mal die Schnauze. Aber wir dürfen uns auch nicht zum James-Webb-Teleskop äußern, weil wir sind keine Astronauten. Mhm. Kennen den Himmel nicht. Ich möchte dir eins bitte nahelegen. Ja. Ich glaube, von den Leuten, die am James-Webb-Teleskop arbeiten, sind keine Astronauten. Sind sehr, sehr wenig Astronauten ich dabei. Ich weiß, das war jetzt ein Gag. Ich habe ja danach gesagt, wir kennen den Himmel nicht. Jetzt musst du mich jetzt nicht hier... Also, alles. Ja, okay. Weißt du, haben wir noch Ingwer-Tee? Ja, gießt dir ein. Das ist ja ein richtiger Bodensatz. Der bröselt hier so richtig die Lunge weg. Ist richtig viel noch drin. Willst du von mir den Schluck noch? Nee, schon okay. Ich fülle einfach mit Limettensaft auf. Okay. Ja, aber das ist doch dein Thema. Guck mal, Sterne gucken. Mhm. Da hat ja auch was gefunden. Das Teleskop hat ja Dinge fotografiert und so. Das war ja so, war das nicht, was war das, der geistige Nachfolger vom Hubble oder wie war das? Hubble. Immer wieder schön. Ja. Kriegt man immer neue Sachen raus. Ja. Das war dann, wo sie gesagt haben, hier habe ich ein verschwommenes Bild vom Sternenhimmel, jetzt so mit James Webb und dann kannst du reinzoomen. Mhm. Siehst du ja Aliens winken. Wäre schön. Weiß also das wäre eine 10, glaube ich auch. Weltkrieg oder tatsächlich Aliens? Alien-Invasion, ja. Ja. Laila war eine Invasion der Charts. Das ist voll an mir vorbei. Echt, ja? Laila ist voll an mir vorbei. Aber du bist doch hier Köln und so. Hatten wir da nicht das mal gespielt, oder? Mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe bis heute den Song nicht einmal von Anfang bis Ende gehört. MCM hat herausgefunden, dass die Person in dem Video gar keine Frau ist, sondern ein Mann in Frauenkostüm. Welchen Video? Zu dem Song, Musikvideo. Hab ich halt nicht gesehen. Ach so. Aber guck mal, tatsächlich ist das auch sehr schnell abgeebbt. Es war nicht so der Hype, wie man erst dachte. Also klar, kurz, so 2 Wochen war richtig steil und jetzt... Nobody cares. Wurde halt so ein bisschen künstlich angefeuert wahrscheinlich. Hm. Durch dieses vermeintliche Verbot. Das ist Verbot. Sexismus, ne? Ja. Also richtig, richtig kalkuliert haben die Macher. Ja. So, Hitzewarnung. Da wird's doch interessant. Wie war denn das dieses Jahr? War heißer? Es war vor allem trocken. Hm. Es war ein heißer, trockener Sommer. Es gab so 2 Tage, wo es richtig hart war, das weiß ich. Ja, und das wird jetzt auch die nächsten Jahre nicht besser. Hm. Aber ich finde, das ist kein Grund, die Politik zu ändern in Deutschland. Das stimmt. Was die nächsten Jahre auch nicht besser wird, ist Queen Elizabeth. Och, weiß ich nicht. Das ist nämlich hier das Nächste. Wir können auch gerne noch über Hitzewarnung sprechen. Die reift doch mit dem Alter, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Epstein-Kreise sich da noch an der Leiche vergehen oder so. Nicht ausgeschlossen. Ja. Sogar wahrscheinlich. Überleg dir das mal. Wenn du das in deinen Lebenslauf schreiben kannst, ich habe die Leiche der Queen geschändet. Ich weiß nicht, ob man da besser Jobs kriegt. Ich denke aber schon. Ich glaube, das sind dann die Punkte, wo dann im ersten Treffen Fragen kommen. Hm. Wie war's? War geil? Hast du die noch irgendwo rumliegen? Kann ich auch mal.
Ja, das ist tatsächlich von all den Trends hier der kleinste. Hätte ich nicht gedacht. Das hat dann die Leute doch nicht so sehr interessiert. Und dann wurde irgendwie 3 Tage auf jedem Fernsehsender diese Sarg irgendwie gezeigt. Ne? Ich möchte das bitte auch, wenn ich tot bin, einfach meine Leiche immer zeigen. Ja. Hab ich Bock drauf. Iran-Proteste ist das nächste. Das ist ein großes Ding. Ja, das ist relativ groß, aber auch verhältnismäßig immer vorbeigegangen. Aber ich glaube, das könnte was Gutes werden. Ja, hoffentlich. Ist halt immer noch am passieren. Ist ja auch der fetteste Balken, wenn du hier mal guckst. Das ist ein richtig massives. Ist ja auch immer noch, ja. Das ist ein Event. Iran versus Ukraine, die kämpfen gerade um unsere Aufmerksamkeit. Was macht man da? Naja, es stimmt ja nicht ganz. Also Iran sind ja die Leute, die auch Russland mit Waffen helfen. Aber wenn die Unruhen im Lande haben, vielleicht müssen sie sich ja auch was anderes konzentrieren. Insofern, Leute, aber ich fand, danke, dass ihr auf der Straße seid, euer Leben riskiert. Was soll man sagen? Ja, und das waren mal geile Internet-Challenges, diesen, wie heißen sie? Den Turban-Leuten. Also nicht alle, sondern diese Sittenpolizei da. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Von der Kopf zumachen? Dass die den Kopf zumachen, ja. Dass die den Kopf zumachen, ja. Nee, den Turban vom Kopf zu machen. Ach, vom Kopf zu machen, ja. Witzig, ja. Ja. Das ist die Turban, Leute. Hallo, das ist meine erste Challenge. Hey, Turban, Mann, mach den Kopf zu. Okay, Deal. Rennt weg. So, und jetzt kommt natürlich was ganz Wichtiges. Das hat dir so viele Gags geliefert heute. Mhm. Nord Stream. Ja, Nord Stream. Mhm. Also, ich dachte eigentlich, da kommt noch mehr. Ne? Irgendwie ist Nord Stream explodiert, dass diese Krimbrücke da ist, die Krämerbrücke explodiert. Krämerbrücke, ja. Wann ist ein Südstream eigentlich mal? Südstream? Weiß ich gar nicht, ob es das... Ist wie mit Hurricane und Southside. Ich dachte, das ergänzt sich dann irgendwie so ein bisschen. Aha. Für die einen, die das nicht können. Nee, es gibt ja natürlich viele, viele Pipelines. Ich weiß gar nicht. Die Untersuchungen laufen, glaube ich, noch. Ist immer noch nicht ganz klar, wer dahinter steckt. Ist total spannend. Ich glaube, es ist nicht... Also ich glaube, es ist im Interesse der deutschen Regierung gewesen. Weil so können natürlich weniger Leute sagen, ja, Mensch, jetzt mach doch mal das Gas hier durch die Nord Stream 1. Und die Leute, die sagen durch Nord Stream 2, okay, fair, die ist nicht genehmigt, die könnte man natürlich genehmigen, die ist beschädigt, aber nicht unbrauchbar. Aber ich glaube, die Hürde ist höher, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, als es bei Nord Stream 1 gewesen wäre. Die Hürde ist natürlich jetzt exorbitant hoch, weil die ist natürlich jetzt irreparabel geschädigt. Du sagst also durch die Blume, die Merkel hat da selber einen Molly reingeworfen. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, einen Molly in Tiefsee zu werfen, ob das dann auch klappt. Aber das wäre on point für Merkel. Nee, ich glaube nicht, dass es die deutsche Regierung oder irgendein deutscher Geheimdienst oder was war. Nein. Ich finde, das Realistischste war ja, dass das, wie sagt man, Partisan oder so, naja, auf jeden Fall irgendwie, oder oppositionelle Russen, die da irgendwie aus irgendeinem Grund genug Sprengstoff übrig hatten, kann ja alles sein. Ne? Das liegt, die Disco-Partisanis, die waren das. Das liegt halt nah, aber die müssten halt auch irgendwie massiv die Sprengstoffe haben. Also ich finde da irgendwie ganz viele Sachen, die halt logisch klingen. Vielleicht waren zufällig... Aber wer war es am Ende, ne? Vielleicht waren da zufällig 1500 Fische drin in dieser Pipeline und dann hat es irgendwann einen Crack gemacht. Das kann auch passieren, ne? Es gab ja auch einfach ein Bild von dieser Pipeline, wo halt ein Creeper daneben steht und alle so, oh, jetzt wissen wir es. Ja. Die auch recht amüsant. Das ist ein Humor. Ich wollte noch sagen, wenn so ein Ding in Thüringen gebaut würde, würde das Nord Stream heißen. Nord Stream? Ja, macht ja gar keinen Sinn. Warum? Also, doch. Sollte man das hier durchbauen? Ja, weil, weiß ich nicht. Bodo Ramelow. So, letzte Generation ist dann am Pieken. Wartet das ganze Jahr so ein bisschen hier in den Trends, aber natürlich hat es dafür gesorgt, da bin ich auch gespaltener Meinung, weil ich stell mir vor, letzte Generation hätte schon 10 Jahre vorher angefangen. Dann wäre die jetzt nicht mehr letzte Generation. Dann würde man sagen, es gibt oder, ja schon eine nächste, ihr Deppen. Oder sowas in der Art, die hätten schon vorher angefangen, Druck zu machen. Dann wären wir sicherlich jetzt in einer besseren Position. Insofern finde ich gut, dass die das machen. Aber die Herangehensweise führt meines Erachtens nicht zu den Zielen, die sie erreichen wollen. Ja, es ist auch einfach viel zu einfach, das zu verspotten. Sowohl das Verschmieren, als auch das sich ankleben. Ja. Da gibt es halt zu viel Angriffsfläche. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass, oder andersrum, ich glaube, dass die letzte Generation dafür sorgen kann, dass die Wut auf Klimamaßnahmen eher steigt, als es Akzeptanz oder Aufmerksamkeit bringt auf das Problem. Ja, weiß ich nicht, ob man das, also erstmal akut auf jeden Fall, aber so on the long run kann ich mir schon vorstellen, dass positiven Effekte vielleicht überwiegen. Jetzt habe ich kürzlich halt einen Beitrag gesehen, haben die irgendwelche Zufahrten vom Bundestag halt zerklebt, ne, sich draufgeklebt und dann noch irgendwie Friedrich Merz vollgelabert und so. Das ist doch so eine Art Weg. So kann man, das ist doch irgendwie schlau. So, das trifft ja auch die Richtigen.
Aber wenn du halt Leuten auf den Sack gehst... Was ist denn aus sich an Bäumen anketten geworden? Das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde, das hat weniger Angriffspotenzial als dieses Kleberding. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist nicht, dass Bäume gefällt werden. Ja, aber ich meine, wenn man sich jetzt vor den Reichstag kettet oder so. Ja, sowas. Aber halt selber den Schlüssel noch im Arschloch hat oder so, dass man sich befreien kann. Na, das kommt ja noch dazu. Die Leute haben ja auch kein Antiklebemittel. Ich frage mich auch, was passieren würde, wenn die einfach keiner losmacht. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach auch rechtlich irgendwie gesetzlich Pflicht, dass wenn ein Arzt da ist oder so, dass er sich darum kümmert, dass man dann doch losgemacht wird. Mhm. Damit spielen die halt, das wissen die. Ja. Aber genau das Gleiche. Ich glaube, wenn man sich da irgendwie vom Bundestag ketten würde, dann würde man natürlich erstmal wieder vor Aufsehen sorgen. Und wenn man dort halt den Betrieb stört, trifft es halt mehr oder weniger die Richtigen. Mhm. Als wenn man halt irgendwelche Arbeiter oder was man jetzt halt auch hat, eine Krankenwagen, der dann nicht durchkam, was dann nicht ganz gestimmt hat, ja, aber so. Wo natürlich die es hören wollen. Das bleibt dann immer hängen, das ist ja halt genau, das Problem, dass die es hören wollen, dann bleibt halt genau. Die sagen dann, ja, Klimaproteste, wer das Klima schützt, der sorgt dafür, dass der Radfahrer stirbt, ne? Die Radfahrer haben aber auch so einen hohen CO2-Verbrauch, habe ich gehört, von daher passt es ja wieder. Ja, stimmt, weil die so viel ausatmen, ja. War ja was, ne? Ja, insofern, ich sage nicht, dass die aufhören sollten. Das habe ich neulich jetzt vor ein paar Tagen erst gelesen. Die Spitze vom Weihnachtsbaum am Potsdamer Platz in Berlin abgesägt. Mhm. Und die Leute haben es halt gar nicht gemerkt, weil sah ich ganz gut aus. Ja, aber also warum? Einfach nur... Ja, wieder mit dem Argument, wenn die Erde kaputt ist, gibt es auch keine Weihnachtsbäume mehr. Ja, aber die Spitze, da hätte ich den ganzen Baum gefällt oder so. Wär's mal gewesen, ne? Ja. Frag doch mich einfach. Beim nächsten musst du mir wahrscheinlich helfen. FTX, ich kenne nur FFX, das ist Final Fantasy. Was ist denn FTX schon wieder? FTX, das ist doch bestimmt so ein Computerzeug. Oder? Final Fantasy 10? Mhm. Final Nintendo 10. Ruf mal eben. Vielleicht weiß ich das, nachher ist es mir peinlich. FTX-Absturz, Skandal. Ach, na klar, das war diese Kryptobörse, oder nicht? Pleite der Kryptobörse FTX, aha, guck. Ich bin ehrlich gesagt bei Krypto raus. Aber das hat natürlich für eine, ich nenne es mal Kurskorrektur gesorgt, wo jetzt viele, die mit Krypto zu tun haben, im Umfeld auch Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, dem gingen auch ein paar Geschäfte voraus oder ja, Bilanzfälschungen oder was also, man nicht alles hatte. Aber da bin ich auch wieder mit einem Viertelwissen drin. Ich bin, solange diese Welle gerade dafür, also die Blase ist ja nicht wirklich geplatzt, aber am Abebben definitiv. Und es gibt ja, falls du den Brennpunkt fertig gehört hast, da gibt es ja so ganz viele Lawsuits gerade gegen Celebrities in Amerika, die halt NFT beworben haben. Ach, NFT, ja. Ja, ohne das halt zu sagen, dass sie Geld dafür kriegen. Mhm. Und dann wurde auch noch untereinander quasi das hochgehandelt, um künstlich quasi zu erzeugen, das wird ganz oft gekauft, das muss ich jetzt auch, wie auch immer, und das finde ich gut, dass es gerade passiert. Die gehen auch durch, oder? Also die gehen, werden auch ja, also Kim bestraft. Kardashian musste schon zahlen. Ja, okay. So. Das finde ich gut, wobei es mich an sich gar nicht tangiert, außer halt in Videospielen. Das finde ich, dass die Diskussion hatten wir halt schon mal, dass ich finde ja so, Microtransactions sind schon einfach Dreck, und wenn das dann noch dazu kommt, das muss ich einfach nicht haben. Ansonsten ist mir das eigentlich egal. Kann sich ja jeder reinfuchsen, wer will. Ja. Aber ich finde es gut, wenn es nicht im Gaming drin ist. Mm. Ja, gut. Dann war das FTX-Weltmeisterschaft kam als nächstes. Skippen. Ist, glaube ich, auch alles echt dazu gesagt, tatsächlich. RS-Virus. Ach, das war für kleine Kinder. Ja. Die verstopfen jetzt wohl die Krankenhäuser. Ach ja, der Tino, der blockiert die ganzen Betten. Hahaha. Habe ich auch mal damals diesen Witz gemacht im Brennpunkt. Ja, wir erinnern uns. Skyline TV. Wir schauen zurück. Ja, ist das jetzt noch so ein Ding? Ich glaube, das ist ziemlich ein Ding. Ich Scheiße. Schätze, dass wir jetzt, oder überhaupt Krankheitswelle, haben wir ja gerade wieder, sehen wir wieder. Ja. Und das ist das Ding, ne? Ich bin kerngesund. Noch ist die Thematik von Pflegepersonal und zu wenig Ressourcen nicht ansatzweise angegangen. Aber wollen wir jetzt nicht mal klatschen für die Leute, oder? Hey, hoff, ey. Und dann, also ich würde mir von unseren... Ja, von unserer Regierung, aka Herrn Gesundheitsminister, da mehr erhoffen. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwie das, du dir jetzt da das Krankenhaussystem YouTube mehr Transparenz wünschen. Ja. Der ist ja, glaube ich, das Krankenhausbezahlsystem angegangen, will dann eine Gesetzesänderung machen. Ist mir jetzt lange her, dass ich mir die Pressekonferenz angesehen habe, die war vor 2 Wochen oder so. Auf jeden Fall dahingehend, bitte Augen auf, liebe Regierung. Wir können da alle hinkommen, wir können da alle liegen. Und wir können alle verrecken, obwohl es nicht sein muss, weil jemand keine Zeit hat. Bitte einmal Gas geben. Wer auch Gas geben wollen würde, wären die Reichsbürger.
Ja. Das ist das vorletzte hier im Peak. War das schon Dezember, ja? Auch nicht ganz geklappt. Hat auch nicht ganz geklappt, das ist richtig. Ja, die wollten die Regierung austauschen. Mhm. Haben die schon eine Ersatzregierung gehabt, die sie dann so... Ja, ja, die hatten schon so Minister und so, gab es alles schon. Okay. Ja, auch so die Frage, ob dann so die ganze Bundespolizei und Bundeswehr und so, ob die dann auch sofort sagen, oh, okay, neue Regierung, na gut, dann ist das jetzt die Regierung. Ja. So, wird das passieren oder nicht? Unwahrscheinlich. So, also, ich weiß nicht, ob so 20 Leute das ohne weiteres so ein paar Tagen halt hinkriegen, indem die halt stürzen. Kommt noch oben drauf, dass vielleicht die Leute, die das wollen, gar nicht in der Mehrheit sind. Mhm. Dass da dann vielleicht doch noch so Volk ist, dass das auch nicht witzig findet. Ja. Aber ja, knapp vorbei ist auch daneben. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Bevor wir zum letzten kommen, nehme ich das jetzt noch als Aufhänger. Es gab nämlich diese Woche einen Trailer zu einer HBO-Serie von, ich glaube, Andrew Gallaghan heißt. Wenn du mich jetzt nicht brauchst, gehe ich kurz Lulla machen. Ja, okay, mach. Oder ist das... Okay. Ich weiß gerade nicht, ob er Andrew Gallaghan heißt. Irgendwie so ähnlich. Man kennt ihn von Channel 5, ne? Der hat früher einen anderen Kanal gehabt, der wurde dann irgendwie gesperrt. Der macht immer so Interviews, bei denen der eigentlich relativ wenig erzählt, sondern einfach nur da ist und die Leute reden lässt und halt in Amerika die übelsten Weirdos. Channel 5 with Andrew. Ich google es einfach, dann kann ich es euch sagen, ob es Gallaghan war. Channel 5. Andrew Gallaghan. Mit C. Aber egal, findet ihr schon. Und der hat jetzt einen 4-Minuten-Clip veröffentlicht von einer HBO-Doku. Das heißt, er ist vom YouTuber quasi jetzt zum seriösen Dokumentarfilmer aufgestiegen, könnte man sagen. Und This Place Rules wird das Ding heißen. Und es geht unter anderem um eine Familie, die so richtig diese ganzen QAnon-Theorien in sich aufgesogen hat und zum Leidwesen ihrer, ich glaube, 8- und 9-jährigen Kinder das auch an die weitergibt. Und es ist echt erschütternd, möchte man sagen. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, Alter, so muss Journalismus sein. Es ist absolut klar, dass das gerade scheiße ist, was die da machen und dass die verblendet sind und alles. Aber keiner ist da, der das irgendwie einordnet. Das passiert ganz organisch. Und das finde ich das Großartige an diesem Kanal. Also nicht nur in dieser Doku ist das so, sondern eigentlich in fast allen dieser Videos. Der hatte unter anderem auch schon den Schamanen und ich glaube auch Alex Jones hat er auch, also der Schamane vom ja, 6. Januar, der das Kapitol mitgestürmt hat. Alex Jones, so größere Figuren hat er auf jeden Fall auch schon interviewt. Und wenn ihr den Kanal nicht kennt, guckt da mal rein. Da könnt ihr euch auf jeden Fall den Wahnsinn von Amerika auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise auf dem Augapfel. Und vielleicht versteht ihr dann auch nochmal ein Stück mehr, warum mich dieses ganze Amerika-Ding so fasziniert, wie Herodes, der gerade daran scheitert, die Badtür zu öffnen. Ich scheitere gerade daran, die Badtür. Ich war gerade nicht da, kannst du es nochmal erzählen? Nee, geht. Aber was ist ChatGPT? Das ist das Letzte in den YouTube-Trends, sagt mir gar nichts. Das ist, und ich habe mich da fast gar nicht mit auseinandergesetzt, zu meiner Schande, eine künstliche Intelligenz, aber google kurz nochmal nach, ich muss mir kurz noch die Hose. Ein Prototyp für einen auf künstlicher Intelligenz basierenden Chatbot. Er wurde von OpenAI entwickelt und im November 2022 veröffentlicht. Vor 23 Tagen steht hier, vor 25, wenn ihr hört. Chance oder Gefahr? Was Schulen und Unis zu ChatGPT sagen, oder GPT wahrscheinlich. Wie lassen sich KI-Texte erkennen? Okay, scheinbar in den Medien wird das gut durch den Fleischwolf geleiert. Mhm. Wird wahrscheinlich irgendwie relevant sein fürs nächstes Jahr. Ist relevant. Also, geil. Ja, das waren dann die Trends so. Und du machst jetzt deine Hose hier sauber? Ja, da ist Schoko drauf. So, jetzt können wir noch ein bisschen was von... Weil du wieder gefressen hast, wie ein Schwein. Gefressen hat, wie ein Hund, ja. Wie ein Hund. Ja, ja, dann können wir noch ein bisschen was von uns erzählen. Ja. Ja. Also ich fand es wirklich schön, dass das mit dem Song geklappt hat diese Woche. Ja. Also es war wirklich eine Shitload of Arbeit. Und dann kannst du diesen Song auch nach einer Weile nicht mehr hören. Aber als es dann fertig war, habe ich es wirklich dreimal auf Repeat durchlaufen lassen und fand es nur noch geil. Schön. Schön. Also danke nochmal da. Es geht um We Are The World, Nostra Rafiki-Version. We Are The Fickies. Vielen Dank. So. Und bei dir so? Auch.
Ich habe ein bisschen Nacken, ansonsten klappt das. Machen wir Schluss oder was? Du hast gleich abgeholt. Nö, ich habe noch ein bisschen 5 Stunden Zeit. Achso, na dann erzähl noch einen Schwank. Ja, ich bin jetzt gerade erst wieder rein. Ich hatte gerade was. Boah, das nervt mich. Ich wollte gerade was erzählen und ich konnte nicht mehr drauf, ey. Mhm. Scheiße. Na dann gucke ich so lange mal. Ich habe nämlich Marlin gestern noch einen anderen Gag, glaube ich, erzählt. Lass kurz Cook-Podcast machen. Cook-Podcast. Was habe ich denn gestern für Marlin noch für einen Gag erzählt? 43 Minuten. 43-minütige Sprachnachricht. Gag. So. Jetzt erzähl mal den Leuten was, während ich hier höre. Boah, Alter, du machst mich einfach nur krank. Was war noch hochverstuhlt? Ja, das Video ist jetzt auf jeden Fall hochverstuhlt fertig. Kommt auch ein neues Weihnachtsvideo. Die Halsschnecke. Erklär mal, warum. Die Halsschnecke geht auf jeden Fall an den Fritz, weil er den sechs anderen das nicht gegönnt hat. Ach du Scheiße, Alter. Es gibt ein Video vom Fritz. Also so ein Team, pass auf, es gibt so ein Team. Oh Gott, Alter, das ist der schlechteste Gag, der je gemacht wurde, aber man muss die mitnehmen, sonst hat man die guten nicht verdient. So ein Team mit so komischen Maschinen auf dem Rücken, ja, die laufen rum. Und kitzeln Leute, dass sie eine Gänsehaut kriegen. Das sind die Goosebumpers. Ja. Also das ist der Witz auf Richtung Ghostbusters. Das geht, habe ich mir vorgestellt. Ja. Das sind die Goosebumpers, ja. Nee, ich wollte gerade nochmal die Fritz-Sache erzählen, dass der sich ja richtig über die anderen 6 aufgeregt haben. So ein Weichklöter. Weil er denen den Gewinn nicht gegönnt hat. Und alle haben, es ging um... Also Fritz Meinecke bei Seven vs. Wild und es ging um die Foto-Challenge. Und Fotografie hat ja nichts mit Survival zu tun. Und deswegen sagt er wortwörtlich so eine Drecks-Challenge. Ja, nee. Genau, die Aufgabe war ja irgendwie ein Insekt, ein Gliederfüßler, ein Säugetier, ein Fisch, Spinnentier. Genau, das meinte ich mit Gliederfüßler. Das stand aber Spinnentier. Okay, dann ist auch nicht schlimm. Okay. Und bei Säugetier, als die Challenge kam, habe ich gesagt, Säugetier ist ja leicht und einfach Selfie machen. So. Ja. Und Robin dann so, oh, Heros, bist du schlau. Und 2 haben das dann auch gemacht. Hm. Und jetzt in der Reaction, wo das ausgeschaltet wurde, meinte Fritz so, was? Die machen sich das total einfach, die sind ja total schlecht. Seit wann ist der Mensch ein Tier? Der Mensch ist doch kein Säugetier. Gibt einen, der Mensch ist ein Säugetier. Naja, aber wenn man das mal genauer sich überlegt, dann ist der Mensch ja kein Tier und hat den anderen das halt überhaupt nicht gegönnt. Mhm. Aber dann auch noch irgendwie bei anderen Sachen so, wo dann irgendwie eine Schnecke fotografiert wurde und man hat irgendwie größtenteils nur das Schneckenhaus gesehen. Nur ich sehe da nur ein Haus. Ja, ich sehe da keine Schnecke, das ist total schlecht. Oh, aber alle anderen so Knossi und wie heißt der Vogel, alle so, oh, cooles ach, der Foto, hat ja voll die gute gemacht. Idee gehabt. Ach, die Idee ist natürlich auch gut, die er da gemacht hat. Und da haben sie das alle so untereinander gegönnt. Ja. Aber Fritz so, nee, das ist scheiße. Ich hätte die Challenge, hätte ich die so einfach genommen, wäre ich da viel besser gewesen. Das braucht keiner. Keiner bei dieser Sendung braucht das. Ja. Schmutz-Challenge. Und deshalb kriegt er von mir auf jeden Fall die Holzschnecke. Definitiv. Ja. Und da steht jetzt Halsschnecke, weil da ein Strich an das O gemacht wurde, weil da Anna wahrscheinlich witzig war. Ja. Früh um 4 war das übrigens. Also bitte nicht zu hohe Ansprüche. Da steht jetzt auch Wort des Jochen zum Beispiel statt Wort der Woche. Ja. Im Übrigen, das wissen die Fans auch nicht, das fand ich ja total witzig, hier hängt original ein Zettel für den Aufbau des Brennpunktes. Halt Cold Open, Anmod-Phase, Wort der Woche, News, virale Holzschnecke, hochverstuhlend, Werbung, Serien, Mörder und Brennholz. Wertung. Also selbst wenn nach Annas Bearbeitung steht da Werbung. Siehst du, ich lese auch noch, was ich will. Ja stimmt, wir haben ja gar keine Werbung. Ja. Ja, es gibt da die virtuellen, privaten Netzwerke von einer gewissen Himmelsrichtung. Ich würde euch empfehlen, dass auf jeden Fall... Nord Stream PN. Nord Stream PN, genau. Also holt euch das. Ihr seid so geschützt, das glaubt ihr gar nicht. Das Kondom für euren Browser. So zu sagen. Ne? Also jetzt gebt uns doch mal bitte Geld. Holt uns mal hier eine Abo-Falle ran. Ach ja, und der Solving hat sich gewünscht, dass wir mal Lingusten gegen Mangusten jetzt endlich aufnehmen. Ja. Ja, wenn du morgen nichts zu tun hast und ich noch lebe. Also angenommen, morgen wäre Heiligabend. Ja. Nichts vor. Aber überleg dir das mal, wie Sulfeng uns die Eier kraulen würde, wenn wir einen Heiligabend für ihn aufnehmen. Ich verzichte. Ja, gut. Diese Struktur, die da hängt, habe ich für Tino hingehangen, weil ich habe das ja entworfen. Und damit Tino das als Orientierung... Hast eine Woche am Reißbrett gehangen dafür. Ja. So sieht's auch aus. Ja. Würdest du sagen, Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York besser? Ich glaube tatsächlich, den zweiten habe ich nicht gesehen, bis auf die Szene mit Donald Trump. Also allein zu Hause. Ja, da wartet man jetzt neuerdings immer drauf. Ja. Immer so, oh, gleich kommt Donald Trump und sagt, ja, da oben ist das. Ja. Oder irgendwie sowas. Irgendwie rechts und dann hoch. Und dann geht er weg.
Es gibt eine kleine Szene, wie, also nicht in dem Film, sondern ich glaube von einem Werbespot oder so, wie Donald Trump im Drag-Kostüm zusammen mit Rudy Giuliani, dem hier dieses Zeug so runtergelaufen ist, ich und sein Anwalt. Der hat, ist das der mit dem schiefen Gebiss? Auch, ja. Die küssen im Drag-Kostüm. Okay. Einfach wilde Zeit, diese 90er. Und jetzt ist halt, ne, Ehe für alle verboten. Oder so der Wunsch zumindest. Ja. Wurde ja besiegelt neulich, letzte Woche. Ja, dein Amerika-Segment war gar nicht drin. Ja, es reicht auch. Ist kein Amerika? Wiss ich nicht. Doch, also ja, ist eigentlich eine richtig große Sache, weil die Tax Returns von Trump wurden jetzt endlich veröffentlicht. Mhm. Und er hat das erste Mal 2011 gesagt, dass er das halt offenlegt. Mhm. Jetzt können wir mal hochrechnen. Ist ein bisschen her. Und die wurden zuerst von diesem January the 6th Committee beschlagnahmt sozusagen, die dieses Kapitol-Ding untersucht haben. Und jetzt haben sie sich dafür entschieden, das zu veröffentlichen. Das ist ein Pamphlet von fast 900 Seiten. Und warte, ich kann auch mal Eckpfeiler davon vorlesen. Einzelne Jahre sind da auch aufgelistet vom Kollegen Trump. Das ist ja fast der Orden des Phönix von der Menge her. 2015 Negative Income 31 Millionen, Tax Income Paid Zero. Blablabla, bla, bla, 2016 31 Millionen negativ wieder, also ne, Verlust. 2017 hat er 12 negativ gemacht, 12,8. 2018 Positive Income 24, als Präsident dann 24,4 Millionen und so weiter. Aber er hat halt trotzdem immer sehr wenig an Steuern bezahlt. Und dann fragt man sich, er ist doch dieser superreiche Milliardär. Hm? Wieso hat denn er jeden Tag Negative Income? Was ist denn da los? Gibt es sicherlich Technologien und Strukturen, wie man sich das aufbauen kann, sodass das, ich weiß nicht, ob das dem Finanzamt halt dann richtig gemeldet hat. Also er hat natürlich jedes Loophole benutzt, was es geht, aber das war selbst dann ist es schon nicht mehr geil. Dieses Jahr war das Thema, dieses Jahr war die neue Grundstückssteuer. Und nächstes Jahr, aufgrund von Gründen weiß ich das, ist Erbschaftssteuer bei uns, musst du mehr abtreten. Wird da wirklich was gemacht oder ist jetzt, weil das Thema jetzt aufkommt? So. Also ab 1.1. ist, glaube ich, musste 30 statt 25 abgeben oder so. Okay. Findest du das gut? Aktuell ist es mir egal. Okay, fair. Man muss ja nicht immer zu allem eine Meinung haben. Ja, fair. Aber also theoretisch bekämpft es ja ein bisschen das, dass man, weißt du, okay, Familie war reich, bist du manchmal auch du reich. Das, ja. Wenn diese 5% dann irgendwie bisschen verteilt werden oder halt in was allgemein Nützliches fließen. Es gab auch Konstrukte, in denen ich einen Gegenpunkt verstanden habe, zum Beispiel du hast jetzt irgendwie ein Business am Laufen und hast halt einfach Kapital, damit das Business weiterlaufen kann und du das vererben kannst, brauchst du dieses Kapital weiterhin, wenn dann 25% weggeschnappt werden oder 30%, das ist irgendwie schlecht. Bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht genug in der Materie, um zu sagen, haut hin, passt so. Also es ist wirklich dann natürliche Auslese, wenn ein Geschäft nicht überleben kann, wenn der Notgroschen fehlt. Ah ja, das hatte ich kürzlich. Und zwar Haus vermietet, vielleicht in München oder so, zu übelst günstiger Miete. Aber die Frau, die es vermietet, war schon sehr alt. Und wenn die das vererbt hätte, dann wäre da diese Erbschaftssteuer drauf gekommen. Ja. Und das Haus ist ja im Wert übelst hochgegangen, obwohl die nichts dafür können. Das heißt, die müssten einen übelst massiven Teil Steuern bezahlen. Okay. Obwohl die das fair vermieten und alles. Und das können die nicht. Deshalb müssen die das Haus wahrscheinlich an irgendeine Immobiliengesellschaft verkaufen, die dann zu normaler Miete vermietet. Also diese Sachen gibt es, wo man halt nochmal nachdenken kann, ist das gut. Natürlich sind das Edge Cases, wie sagt man, Randfälle. Fringe Cases, hätte ich eher gesagt. Müsste ich mir mehr Gedanken darüber machen. Aber wie gesagt, Erbe hat bei mir auch nicht so eine Rolle gespielt bisher. Gut. Rolle, 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 roll mein Ball. Hört euch, Ingo ohne Flamingo feiert das Leben an. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das ist doch hier ein schöner weihnachtlicher Gruß gegen Ende. Okay. War schön. Winterwanderwege. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao. Küsschen, danke für euch. Habt frohe Weihnachten. Ach nee, scheiße, ist vorbei, ne? Aber hattet frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten gehabt, genau. Ja. Ciao.